Am Dienstag, dem 26. April 2022, fand auf der US Airbase im pfälzischen Ramstein eine der bedeutendsten internationalen Gipfelkonferenzen der letzten Jahre statt. Mehr als 40 verbündete Länder kamen zusammen, um der Ukraine jede notwendige militärische Unterstützung zuzusichern, mit der sie den Ansturm der russischen Invasionstruppen zurückschlagen kann. Allein in den ersten zwei Monaten seit Beginn der Invasion haben die Verbündeten mehr als 5 Milliarden Dollar an Militärhilfe an die Ukraine geliefert. Niemand lässt sich von Putins fadenscheinigen Gründen oder seinen falschen Behauptungen über den Donbass täuschen. Russlands Invasion ist nicht zu rechtfertigen, genauso wie die russischen Gräueltaten. Nationen guten Willens aus der ganzen Welt sind sich einig in ihrer Entschlossenheit, die Ukraine in ihrem Kampf gegen die imperiale Aggression Russlands zu unterstützen. Lloyd Austin, US-Verteidigungsminister. Meine lieben Visualpolitik-Zuschauer, die russische Invasion hat nicht nur Solidarität mit der Ukraine ausgelöst, sondern auch eines sehr deutlich gemacht. Tyrannen kann man nicht trauen. Schon gar nicht aus so feindlich gesinnten Ländern wie Russland. Man muss sich eben auf den Krieg bzw. die Verteidigung gegen diesen vorbereiten, wenn man es mit dem Frieden wirklich ernst meint. Ein Grundprinzip, das nun praktisch jeder klar denkende Mensch in allen verbündeten Ländern begriffen hat. Von Deutschland über Japan bis Australien. Deutsche Verteidigungsinvestitionen werden die Neuverschuldung im Jahr 2022 verdoppeln. Wie der Ukraine-Krieg Japan verändert. Tokio bewegt sich auf eine selbstbewusstere Sicherheitsstrategie zu. Aber gerade in den Ländern des ehemaligen Warschauer Paktes trifft diese Erkenntnis auf den fruchtbarsten Boden. Wenn wir das Schlimmste, nämlich Krieg, vermeiden wollen, müssen wir nach der alten Regel handeln, die besagt, wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Jarosław Kaczynski, stellvertretender Ministerpräsident Polens und Vorsitzender der PIS. Praktisch alle mittel- und mittelosteuropäischen Länder haben erkannt, dass sie sich auf einen Krieg vorbereiten müssen. Und genau das setzen sie nun konsequent und blitzschnell um. Allen voran schreitet jedoch ein Land, das sich allmählich zu einer einflussreichen, ja führenden europäischen Macht entwickelt, gegen welche die alten Taktgeber der EU immer blasser dastehen. Heute werden wir uns deswegen dieses aufstrebende Land genau ansehen, was es mit ihm auf sich hat und wohin es Europa führen wird. Ein führender Akteur im wahrsten Sinne des Wortes. Als die Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre zusammenbrach, war die neue, unabhängige Ukraine, und das wird es viele überraschen, einer der wirtschaftlich wohlhabendsten postkommunistischen Staaten. Also gut, ich meine wohlhabend im Sinne des sowjetischen Kontextes, denn die Wahrheit ist, dass alles, was aus der ehemaligen Sowjetunion hervorging, ein heilloses Chaos war. Dennoch war das preisbereinigte Pro-Kopf-BIP der Ukraine etwa 20% höher als das Polens. Und wenn diese Differenz bis heute erhalten geblieben wäre und die Ukraine es geschafft hätte, einen ebenso effektiven politischen und wirtschaftlichen Übergang wie Polen oder Tschechien zu vollziehen, entspräche die ukrainische Wirtschaft heute fast 2/3 der russischen. Aber wie wir alle wissen, verlief die Geschichte natürlich ganz anders. Die 3 Jahrzehnte der ukrainischen Unabhängigkeit waren geprägt von wirtschaftlicher Stagnation, innerer Spaltung und einem institutionellen Verfall, der die Ukraine zum ärmsten Land in ganz Europa machte. Die Krise war so groß, dass die ukrainische Wirtschaft bis 2005 nicht über das Niveau von 1989 hinauskam. Und diese Misere war eine der Voraussetzungen für die russische Invasion der Krim, die Abspaltung des Donbass und später für die Invasion des ganzen Landes. In den letzten 10 Jahren haben sich die Dinge in der Ukraine jedoch stark verändert und Kiew konnte einen wichtigen und mächtigen Partner für die Umsetzung dieses ganzen Reformprozesses finden. Von wem hier die Rede ist? Natürlich von Polen. Im letzten Jahrzehnt war Polen vielleicht das Land, das die politische, wirtschaftliche und sogar kulturelle Entwicklung der Ukraine am stärksten beeinflusst hat. Es war sein vehementester Unterstützer innerhalb der Europäischen Union und der NATO. Es nahm vor der Invasion mehr als 1,5 Millionen ukrainische Migranten auf und gab diesem Land ein Modell, um den Sprung auf den Zug der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung zu schaffen. Wir sprechen hier über 2 Länder mit sehr engen, auch historischen Beziehungen zueinander. Tatsächlich waren sie jahrhundertelang Teil der polnischen Litauischen Union und in jüngerer Zeit lehnten sie gemeinsam die sowjetische Besatzung ab. Es kann weder ein freies Polen ohne eine freie Ukraine, noch eine freie Ukraine ohne ein freies Polen geben.
polnische Volksweisheit. Nun, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist Polen zu einem der Hauptakteure in den politischen Nachrichten geworden und auch das Land, das die europäischen Kriegsvorbereitungen anführt. Und was genau das zu bedeuten hat, sehen wir uns jetzt ganz genau an. Die neue Macht Polonias. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat Polen also zu einem der Hauptakteure in der Krise gemacht. Das Land, das zusammen mit den Vereinigten Staaten und Großbritannien die Ukraine am stärksten unterstützt, Waffen liefert und Hunderttausende, ja Millionen von Flüchtlingen aufnimmt. Allein in den ersten 3 Wochen nach der russischen Invasion nahm Polen mehr als 2 Millionen Flüchtlinge auf. Und damit ihr euch eine Vorstellung davon machen könnt, praktisch über Nacht landete das Land auf der Weltrangliste der Länder mit den meisten aufgenommenen Flüchtlingen auf Platz 4 hinter der Türkei, Kolumbien und den USA. Seit Beginn des Krieges haben die polnische Regierung und die ganze polnische Zivilgesellschaft ein beispielloses System aus Unterkünften, Transportmitteln, Lebensmittelversorgung, psychologischer Unterstützung und Hilfe aller Art aufgebaut. Die polnische Regierung zahlt sogar kleine monatliche Zuwendungen an Familien, die aus der Ukraine gekommen sind, um ihnen das Leben zu erleichtern. Flüchtlinge dürfen aber vor allem im Land nach Arbeit suchen und sie wurden auch ins Gesundheits- und Bildungssystem aufgenommen. Zehntausende ukrainischer Kinder gehen bereits auf polnische Schulen. Wir sprechen hier von einer gigantischen Anstrengung und gleichzeitig einer gigantischen Chance für die polnische Wirtschaft. Denn die Ukrainer sind in der Regel gut ausgebildet und fleißig, zählen allgemein zu den eher emanzipationsaffinen Migrantengruppen. Und das ist noch nicht alles. Polen ist auch zum Einfallstor für westliche Waffen und die Lieferungen in die Ukraine und zu einem der wichtigsten politischen Akteure der Gegenwart geworden. Der Ukraine-Krieg macht Polen zu Amerikas unverzichtbarem Verbündeten. Mit anderen Worten, Polen ist plötzlich zu einem der größten Widersacher von Putin-Russland geworden. Und es ist auch ein Paradebeispiel für den Erfolg im militärischen Wettlauf. Denn Polen ist dabei, seine Streitkräfte von etwa 110.000 Soldaten auf rund 250.000 zu verdoppeln und will gleichzeitig eine der modernsten Armeen Europas werden. Es ist ein außergewöhnlicher und historischer Moment. Die Einführung Polens in eine völlig neue Welt von Spitzentechnologie, moderner Waffen und Verteidigungsmaßnahmen. Andrzej Duda, Präsident Polens. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Polen eine direkte Grenze zu Russland hat, nämlich bei Kaliningrad und natürlich auch zu Putins engsten militärischen Verbündeten Weißrussland. Von diesen wurde es ja bereits vor dem Krieg durch einen organisierten und instrumentalisierten Migrantenansturm angegriffen. Wir haben darüber ein Video gedreht, das ich euch verlinken werde. Schließlich ist Polen immer wieder eines der beliebtesten Ziele direkter Gewalt- und Kriegsandrohungen aus dem Kreml. Erst jüngst regte der Duma-Abgeordnete Oleg Morozov, der für Putins Partei Einiges Russland im Parlament sitzt, in seiner Telegram-Gruppe an, Polen solle nach der Entnazifizierung der Ukraine gleich als nächstes Land auf Russlands Spezialoperationsliste gesetzt werden. Es ist daher überhaupt nicht verwunderlich, dass Polen eines der wenigen europäischen Länder ist, dessen Militärhaushalt die von der NATO als Mindestziel gesetzten 2% des BIP übersteigt. Und zwar schon lange, bevor dies cool war. Und im Oktober 2021 kündigte der stellvertretende polnische Ministerpräsident Jarosław Kaczynski, der heimliche Herrscher Polens, sogar an, das Land wolle seine Militärausgaben auf mindestens 3% des BIP erhöhen. Auf diese Weise will die polnische Regierung nicht nur die Größe ihrer Streitkräfte mehr als verdoppeln, sondern auch ihre territorialen Verteidigungskräfte ausbauen, eine Unterstützungsarmee aus freiwilligen Soldaten. Außerdem wird sie ihr Waffenarsenal stark modernisieren, indem sie Kampfsysteme aus der Sowjetzeit durch modernere, NATO-kompatible Ausrüstung ersetzt. Große Teile dieser nach wie vor gut gewarteten und einsatzbereiten Altbestände landen nun in der Ukraine. Aber was meint ihr? Gibt es einen besseren Zeitpunkt, um mal ordentlich aufzuräumen? Die polnische Armee verfügte zum Beispiel noch über etwa 500 T-72-Panzer, als die russische Offensive begann. Und in der polnischen Luftwaffe gibt es immer noch einige MiG-29 und Su-22. Und nun deutet alles darauf hin, dass sich diese Situation sehr bald ändern wird. Nicht nur wegen der Waffenlieferungen an die Ukraine. Im Juli 2021 kündigte die polnische Regierung zum Beispiel den Kauf von 250 US-amerikanischen Abrams-Panzern an, um die 250 Leopard 2 zu ergänzen, die sie bereits in ihrem Bestand hat. Ein weiteres Beispiel ist die alternde Luftwaffe des Landes. In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der einsatzfähigen Kampfjets in Polen von 128 auf 98 gesunken. Um hier Abhilfe zu schaffen, kündigte die Regierung im Jahr 2020 ein 4,5
1,6 Milliarden Dollar Deal an. Der 32 F-35 umfasst, die 2024 geliefert werden sollen. Im selben Jahr erwarb sie auch ein Flugabwehrsystem vom Typ Patriot für 4,8 Milliarden Dollar. Und im Mai 2021 kamen 24 türkische Bayraktar TB2 Drohnen hinzu, einer der derzeitigen Schlüsselwaffen der ukrainischen Streitkräfte und einer der schlimmsten Albträume russischer Panzerbesatzungen. Alles in allem ist das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Um seine Streitkräfte zu modernisieren, wird Polen in den nächsten Jahren große haushaltstechnische Anstrengungen unternehmen müssen, zu welchen die Regierung jedoch mehr als bereit zu sein scheint. Und das sagen nicht nur wir, sondern auch der stellvertretende Ministerpräsident und Vorsitzende der Regierungspartei, Jarosław Kaczyński, selbst. Es ist besser, Sicherheit zu haben und sich dafür ein bisschen mehr zu verschulden. Jarosław Kaczyński, stellvertretender Ministerpräsident Polens. Eines ist also klar. Polen gibt in Europa verteidigungs- und sicherheitspolitisch bereits heute die Marschrichtung vor und der große Rest folgt so schnell er kann. Der einstige Motor der EU, die Achse Berlin-Paris, ist nur noch mit deutlich hörbarem Getriebeschaden unterwegs, den sie sich selbst durch die unsachgemäße Nutzung des Rückwärtsgangs eingebrockt hat. Aufgepasst! Der Fight Club. Mit Ausnahme Ungarns, über das wir bald ein eigenes Video drehen werden, ist man sich in ganz Mittel- und Mittelosteuropa vollkommen einig. Niemand traut mehr Moskau auch nur einen Finger breit über den Weg. Mehr noch, aufgrund der offen zur Schau gestellten opportunistischen Unzuverlässigkeit der beiden Mächte Deutschland und Frankreich wird selbst die Zugehörigkeit zur NATO nicht mehr als ausreichender Schutz angesehen. Auf die eine oder andere Weise fangen also fast alle Länder in dieser Region an, sich aufzuraffen, um in Polens Fußstapfen zu treten. Ein gutes Beispiel dafür ist Tschechien, ein Land, für das Verteidigungsausgaben in den vergangenen Jahren nicht gerade eine Priorität waren, da es sich im Schutz seines großen Nachbarn Deutschland wähnte. Im Jahr 2022 wurden beispielsweise nur schlappe 1,35% des BIP für die Verteidigung veranschlagt und diese waren schon ein deutlicher Sprung gegenüber den 0,95%, die sie 2015 ausgegeben haben. Aber all das klingt wie ein Märchen aus einer anderen Zeit. Die tschechische Regierung hat angekündigt, dass sie ihr Militärbudget bis 2025 um 60% erhöhen will. Auch Bulgarien, Rumänien und die baltischen Republiken kündigen erhebliche Erhöhungen ihrer Militärbudgets an. Rumänien will Verteidigungsausgaben auf 2,5% des BIP erhöhen. Estland, Lettland und Litauen werden ihre Militärausgaben auf deutlich mehr als 2% erhöhen. Litauen will über 1 Milliarde Euro für Waffen aus den USA und Deutschland ausgeben. Allerdings geht es bei der Kriegsvorbereitung nicht nur um Militärausgaben oder politische Beziehungen. Es gibt noch viele weitere Variablen, die wir berücksichtigen müssen. Eine davon, eine sehr wichtige, ist die Infrastruktur. Es mag euch überraschen, aber diese kann im Ernstfall ein kriegsentscheidender Schwachpunkt sein. Um einen Krieg zu gewinnen oder eine glaubhafte und wirksame Abschreckungsstrategie zu verfolgen, brauchst du nicht nur eine Armee, du musst sie auch bewegen und versorgen können. Genau aus diesem Grund wurde 2021 die Connecting Europe Facility vereinbart, ein Finanzierungsinstrument der Europäischen Union, das 1,7 Milliarden Dollar zur Verbesserung der militärischen Mobilität bereitstellt. Allerdings sprechen wir über ein sehr knappes Budget in einer Zeit, in der der Krieg deutlich gemacht hat, dass diese Art von Präventivmaßnahmen notwendig ist. Mit der russischen Invasion in der Ukraine wurde dieses Thema natürlich zu einer absoluten Priorität. Straßen- und Eisenbahninfrastruktur, Brücken, Häfen und Flughäfen werden nun fit für den Verteidigungsfall gemacht, so ausgebaut und mit allem ausgestattet, damit, falls nötig, eine große Zahl von Truppen schnell an die Front verlegt werden kann. Es handelt sich um einen der wichtigsten Faktoren im Rahmen der Kaltstartfähigkeit unserer Streitkräfte und betrifft besonders dringend das östliche Mitteleuropa, wo viele wichtige Infrastrukturelemente wie Brücken dem Gewicht amerikanischer, britischer oder deutscher Panzer nicht standhalten können. In Europa hat man die Ansicht vertreten, dass wir keine Ausgaben für die Verteidigung brauchen. Seit dem 24. Februar, als Russland die Ukraine angegriffen hat, hat sich diese Ansicht komplett geändert. Eines der Projekte, das am meisten beschleunigt werden könnte, ist zum Beispiel Rail Baltica, eine 5,8 Milliarden Euro teure normalspurige Eisenbahnverbindung, die Estland, Lettland und Litauen mit Polen verbinden soll.
Es handelt sich um absolut unverzichtbare Infrastruktur, mit welcher sichergestellt wird, dass große Truppenbewegungen schnell durchgeführt werden können. Im Rahmen des finnischen Aufnahmeantrags für die NATO gibt es sogar Überlegungen, diese Strecke von Estland nach Finnland durch einen Tunnel unter dem Meer zu verlängern. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Durch die rasche NATO-Erweiterung, die Putin ausgelöst hat, können wir erwarten, dass noch viele weitere militärische Infrastrukturprojekte ordentlich an Fahrt aufnehmen werden. Denn wie ihr seht, stellt Infrastruktur eine sehr wichtige Komponente dar, sich auf den Krieg vorzubereiten und Europas Abschreckungsstrategie zu verbessern. Europa wird zu einer Festung ausgebaut und der Geist der Wehrhaftigkeit und Resilienz dürfte aus dem Militärischen bald auch in alle anderen gesellschaftlichen Bereiche durchsickern. Polen gibt auch hierbei wieder den Ton an, bringt es doch schließlich wie andere Länder in der Region eine Menge historisches Rüstzeug mit, durch welches es für diese Führungsrolle geradezu prädestiniert ist. Die Geschichte lehrt uns immer wieder, dass ein militärischer Sieg nicht immer auch einen geopolitischen Sieg bedeuten muss. Manchmal führt Krieg einfach immer nur in die Niederlage, egal was auf dem Schlachtfeld passiert. Die Erfahrungen der USA in Afghanistan und im Irak machen dies ebenso deutlich wie Moskaus eigene Erfahrungen mit dem Einmarsch in Ungarn 1956, dem Überfall der Tschechoslowakei 1968 und der Verhängung des Kriegsrechts in Polen 1981. In all diesen Fällen war der Triumph auf den Schlachtfeldern nicht gleichbedeutend mit einem Sieg. Im Gegenteil, bei den militärischen Triumphen handelt es sich um reine Pyrrhussiege, durch welche die Sowjetunion die Herzen der Menschen noch weiter verlor. Ja, die Sowjetunion hatte den Kalten Krieg damals eigentlich bereits verloren, da sie nicht einmal in der Lage war, ihre eigenen Verbündeten aus dem Warschauer Pakt zu vereinen und für sich zu gewinnen. Tatsächlich haben sich die Russen selbst durch ihre militärischen Interventionen in all diesen Fällen bei den tschechischen, polnischen und auch vielen ungarischen Bürgern immer weiter verhasst gemacht. Die Sowjets hatten nach dem Zweiten Weltkrieg, den sie an der Seite Nazi-Deutschland selbst losgetreten hatten, zunächst die großartige Chance, ihren fatalen Fehler zu korrigieren und als wahre Befreier zu gelten. Doch diese Chance erstickten sie durch ihren Hang zur Tyrannei und Herrschsucht. Daher wird unabhängig davon, was auf den Schlachtfeldern der Ukraine passiert, der dortige Krieg wieder genau das Gegenteil dessen bewirken, was Moskau eigentlich beabsichtigt. Die Distanz, das Misstrauen und die Feindseligkeit der Ukrainer gegenüber Russland werden nun auf Generationen hinweg in die sowieso schon vom Holodomor traumatisierte Volksseele eingebrannt. Und das gleiche gilt auch für die übrigen Völker in der Region. Russland ist für so gut wie alle seine Nachbarn zu einem Schimpfwort geworden, ein Symbol für Terror, Unmenschlichkeit und unverbesserliche gesellschaftliche Rückständigkeit. Es hat sich damit endgültig aus dem Kulturkreis des europäischen Humanismus verabschiedet. Die NATO hingegen wird stärker, geschlossener, besser vorbereitet und mit neuen Mitgliedern aus all dieser Not hervorgehen. Über all das werden wir bald hier auf Visualpolitik sprechen. Denn wenn es Putins Absicht gewesen sein sollte, die NATO zu spalten und weniger geeint gegen Russland aufzutreten, hat er das genaue Gegenteil erreicht. Russland wird nun eine viel längere Grenze mit viel stärker bewaffneten und befestigten Nachbarn haben. Jahrelang hat es versucht, seine ehemaligen Vasallenstaaten aus dem Warschauer Pakt einzuschüchtern. Doch nun hat es sie endgültig dazu ermutigt, Russland selbstständig gegenüberzutreten und in die Augen zu schauen. Und Polen wird durch diese nicht mehr zu stoppende Dynamik zu einer Kontinentalmacht aufsteigen. Ja, es hat die totale Motivation und auch das Zeug dazu, Russland sowohl militärisch als auch wirtschaftlich ganz alleine zu übertrumpfen. Und es geht dieses Ziel nun konsequent an, sozusagen auch als späte Genugtuung für das erlittene Trauma. Jenes Urtrauma, das die Sowjets zusammen mit Hitler Deutschland dem Land zugefügt haben, durch ihren hinterhältigen Überfall und die zahlreichen Kriegsverbrechen, wie zum Beispiel das Massaker von Katyn. Und wenn wir einen Preis für die absurdeste, hirnrissigste und kontraproduktivste politische Idee des letzten Jahrzehnts vergeben sollten, wäre es schwer, einen besseren Kandidaten als Putin mit seiner abscheulichen Invasion der Ukraine zu finden. Er hat das Antlitz Europas für immer verändert. Und zwar in jenes, das ihm von allen möglichen am allerwenigsten gefällt. Das Machtgleichgewicht hat sich so gewissermaßen nach Osten verschoben, aber ganz, ganz anders, als es sich Putin und seine fünfte Kolonne in der EU ausgerechnet haben. Über diese neue Zukunftsregion, die neue Mitte Europas, werden wir noch so manches
dieses Video drehen. Vergesst also bitte nicht das Abo und noch viel wichtiger das Glöckchen, um keines dieser Videos zu verpassen. Die Bedeutung dieser Länder wird nicht nur aufgrund ihrer eigenen Entschlossenheit und Energie enorm steigen, sondern auch, weil nach der Befreiung und Stabilisierung der Ukraine das gebeutelte Land und seine Nachbarn einen unvergleichlichen Aufhol- und Erneuerungsprozess, einen gigantischen Boom erleben dürften. Unsere Prognose aus dem vorletzten Video gemäß der Polen gar die Wirtschaftskraft Russlands, das 4-mal mehr Einwohner hat, überholen könnte, ist angesichts dieses Szenarios also gar nicht mal so unrealistisch. Überlegt mal, war die russische Volkswirtschaft im Jahr 2014 noch 4-mal so groß wie die Polens? So erreichte die polnische Wirtschaftsleistung nur 7 Jahre später bereits 40% der Russlands und dürfte nun nach dem Kriegseinbruch die 50%-Marke gerissen haben. Aber an dieser Stelle muss ich noch unbedingt mit einem weit verbreiteten Vorurteil aufräumen, welches in den Kommentaren zu besagtem Video aufkam. Nein, der Grund für dieses enorme Wachstum Polens sind nicht allein EU-Subventionen. Die europäische Integration hat Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und anderen Staaten zwar eine produktivere Wirtschaft und viele Jobs gebracht, das Problem ist jedoch, die Gewinne ihrer Wirtschaft fließen zu einem sehr großen Teil in den Westen ab. Und in der Summe übersteigen diese Dividendenabflüsse nach Westeuropa, zumeist nach Deutschland, sogar die staatlichen Transfers aus dem EU-Haushalt bei weitem. Und das schon seit Jahren. Zwischen 2010 und 2016 hat Polen 4,7% seiner Wirtschaftsleistung als Kapitaleinkommen gen Westen geschickt und zugleich nur 2,7% netto aus dem EU-Haushalt erhalten. Noch ungünstiger fällt die Bilanz für Ungarn und Tschechien aus. Die Ungarn überweisen ganze 7,2% ihres BIP gen Westen und bekommen nur 4% zurück. Die Tschechen, und jetzt haltet euch fest, die Tschechen drücken sage und schreibe 7,6% ab und bekommen dafür nur magere 1,9%. Die wahren Nettozahler der EU sind also ganz klar diese Staaten Mittel- und Mittelosteuropas. Und während die Ungleichheit innerhalb dieser Länder relativ gering bleibt, entsteht ein kolonialähnliches Verhältnis zur ausländischen Oberschicht. Der polnische, tschechische, slowakische und ungarische Facharbeiter malocht also als Leistungsträger für ein Drittel oder die Hälfte des Gehalts seines westeuropäischen Kollegen, damit die deutschen, französischen und niederländischen Aktionäre Megaprofite abräumen dürfen. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von Peanuts, sondern von Milliardenbeträgen, die durchaus einen beträchtlichen Teil dieser Volkswirtschaften ausmachen. Gut, diesen Mythos hätten wir also klargestellt. Aber jetzt ist erstmal eure Meinung gefragt. Was haltet ihr von den Plänen und Aufstiegschancen dieser mittel- und osteuropäischen Länder? Glaubt ihr, dass Polen sich irgendwann zu einer vollwertigen, führenden europäischen Macht entwickeln wird? Welche weiteren Erfolgsfaktoren könnt ihr identifizieren und welche sollten wir näher analysieren? Sollte der Rest Europas dem Beispiel dieser Länder folgen? Wie immer sind wir schon auf eure Beiträge im Kommentarbereich gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht auch etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und vergesst nicht das Abo mit Glöckchen, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit der ihr uns helft, dieses Projekt weiterzuführen. Den PayPal-Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut und bis bald!